ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal nicht über Bücher, sondern ich mache heute einen Tag, nämlich den BookTube Real Talk Tag. Den habe ich zuerst bei Andrea Wintermädchen gesehen und auch wenn unsere Lesegeschmäcker nicht unterschiedlicher sein können, schaue ich doch ab und zu gerne mal bei ihr vorbei, vor allem wenn es halt so darum geht, Tacheles über irgendwas zu reden. Denn sie nimmt halt auch kein Blatt vor den Mund, da würde ich sagen, sind wir uns recht ähnlich. Und das fand ich sehr inspirierend, was sie da auf diese, ich glaube, 8 Fragen geantwortet hat. Also es sind 8 Fragen rund um BookTube, was man für Erwartungen hatte, ob die erfüllt wurden, Fehler, die man vielleicht macht und so. Und ja, ich fand das einfach sehr interessant und es ist ein bisschen ähnlich wie der Content Creator Tag, den ich letztens erst gemacht habe. Aber doch, ich finde das interessant und deswegen möchte ich das mit euch teilen. Frage 1. Nenne etwas, das dir niemand über BookTube verraten hat, bevor du deinen Kanal eröffnet hast. Das erste, was mir da direkt eingefallen ist, ist, wie lange es dauern kann, manche Videos zu schneiden. Wenn man als Zuschauer das Endresultat eines Videos sieht und dann ist es meinetwegen der Lesemonat, der 45 Minuten geht, dann denkt man als Zuschauer, ja, die saß da halt eine Dreiviertelstunde und hat geredet. Ja, wenn es denn mal so wäre. Und das habe ich wirklich massiv unterschätzt. Wenn ich mich hinsetze und meinen typischen Lesemonat drehe, dann setze ich mich hin, lese nochmal die Rezensionen zu jedem Buch, die ich verfasst habe, damit ich mir das halt alles nochmal so in Erinnerung rufen kann. Dann quatsche ich natürlich auch manchmal einen Haufen doppelt, man verhaspelt sich, das muss man ja hinterher alles rausschneiden. Also wenn das Endresultat 45 Minuten geht, dann hat man wahrscheinlich mindestens eine Stunde geredet. Und dann gibt es immer noch diesen Moment, wenn ich dann auf mein Handy gucke und die Rezension lese und dann so wie ein Walross atmend da sitze, ganz vertieft in den Text, so. Ja, ich denke immer, ich Darth Vader ist im Video. Ja, das muss man natürlich alles rausschneiden. Das wirkt dann durch die Cuts natürlich alles viel lockerer, als es manchmal ist. Dann muss man ja vielleicht noch Bilder einfügen und so, das dauert. Also, ich habe schon kleine Ewigkeiten mit Videos verbracht. Also wirklich einfach mal schnell drehen und dann denken, man schneidet vielleicht den Anfang und das Ende weg. So läuft es nicht. Also zumindest nicht bei mir. Es gibt ja wirklich Leute, die machen so One-Shots. Also da machen die Kamera an und begrüßen die Leute und dann plaudern die so frei von der Leber weg. Ich kann das nicht. Ich habe absolute Hirnaussetzer manchmal beim Reden. Dann sitze ich da so, was wolltest du jetzt erzählen? Dass ich dabei nicht sabber, ist halt alles. Ja, das dauert. Also man muss Bilder einfügen, man muss die Bilder aus dem Internet runterladen und so, die suchen. Das dauert halt alles, ne? Das zieht sich ja hin, wenn man dann noch irgendwelche Texteinblendungen oder so macht. Das dauert auch. Also das ist ein sehr zeitintensives Hobby. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Das Hochladen und so, das dauert in meinem Fall alles nicht so lange, weil ich halt das Glück habe, eine relativ schnelle Internetleitung zu haben und einen schnellen Computer zu haben. Also das Rendern. Das ist das, wenn das Video verarbeitet, das dauert bei mir auch nicht so lange. Da kenne ich Leute, bei denen dauert das wesentlich länger. Aber das ist ja so eine technische Sache, die kann man ja so outsourcen, also wenn man gute Sachen so da hat, ne? Aber das reine Schneiden und so, das dauert bei mir gefühlte Ewigkeiten. Was ich auch nicht für möglich gehalten hätte, ist die Tatsache, wie man sich so manchmal an Zahlen aufhängen kann. Wenn ein Video mal nicht so gut performt, dann kann das irgendwie ein bisschen frustrierend sein, vor allem wenn man sich sehr viel Mühe für das Video gegeben hat. Man kann es vorher aber nicht abschätzen. Ich weiß vorher nicht, was bei euch gut ankommt und was nicht. Das ist das große Problem. Sonst wären alle Creator wahrscheinlich auch um einiges glücklicher. Manchmal denke ich, ich habe so ein richtig bombiges Thema, das interessiert euch voll und dann kriegt das keine Klicks. Und ich kann dann halt auch nicht sagen, woran es liegt. Liegt es an meinem Gesicht auf dem Thumbnail? Liegt es am Titel? Oder liegt es einfach wirklich am Thema, dass ihr da keinen Bock drauf habt? Dafür habe ich total oft Videos, bei denen ich so denke, eigentlich ist das nicht so cool, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Ich lade das jetzt hoch und dann geht das super krass ab.
Das war bei meinem ersten Büchertaschenvideo, so dass ich die ich von meiner Bekannten gekriegt habe. Da habe ich gedacht, oh ja, das sind ja meistens nur olle Bücher, so da hat gar keiner Bock drauf. Und ihr habt das total gefeiert. Und das sind so Sachen, das weiß man nicht. Und YouTube arbeitet da sehr geschickt. Die haben nämlich im YouTube Studio, das ist so, ja, die Oberfläche, die man als Creator wahrscheinlich relativ oft besucht, weil man da halt die ganzen Analysen über die Videos hat und seine Zahlen, seine Abonnentenzahlen und alles, kann man da alles einsehen. Ja, und die haben da so eine kleine Liste mit deinen zuletzt 10 hochgeladenen Videos. Und wenn ein Video sehr gut performt und auf Platz 1 ist, dann wird da so ein kleines Feuerwerk abgefeuert und so Luftschlangen und so kommen da irgendwie. Und da kann man so ein bisschen süchtig nach werden. Da hat man irgendwie Bock drauf, dass das nächste Video wieder auf Platz 1 ist und das alte überholt. Ist bescheuert, weil eigentlich ist es ja ein Hobby, was einfach nur Spaß machen soll. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich das nicht auch manchmal packt, dieses Zahlenfieber. Und das ist etwas, was ich bei meinem Charakter irgendwie nicht so richtig für möglich gehalten hätte, weil ich eigentlich immer dachte, so das Feedback von anderen Leuten wäre mir relativ egal. Aber irgendwie scheint es das dann in dem Fall doch nicht zu sein. Also euer Feedback ist mir schon wichtig, aber ich dachte so, es ist mir jetzt egal, ob das halt 20 Leute gucken oder 40 Leute oder 400 Leute. Das ist halt doch, es spielt doch irgendwie schon eine Rolle. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass es anders ist. Frage 2. Was hältst du von den typischen Booktube-Formaten? Lesemonate, Leselisten und Hauls. Also, ich bin ein Fan der typischen Booktube-Formate. Ich gucke die auch ultra gerne und ich drehe sie auch sehr gerne. Einige lieber als andere. Also, Andrea hat in ihrem Video auch gesagt, dass der Lesemonat sowas ist wie das Flaggschiff eines Kanals. Und damit hat sie recht. Wenn ich neue Booktuber entdecke, gucke ich als erstes in den Lesemonat und gucke, was lesen die denn eigentlich so? Und wie tragen die das vor? Wie tragen die ihre Meinung vor? Daran entscheide ich, ob ich einem anderen Booktuber folge oder nicht. Ich selber drehe den Lesemonat natürlich am liebsten. Da kann ich euch dann natürlich erzählen, was ich gelesen habe. Ich kann euch meine Eindrücke erzählen, ob mir was gefallen hat. Und ich kann auch, ja, wenn alle ein Buch hypen, das ich vielleicht nicht so gut fand, kann ich da auch Kritik üben. Und das ja, und ich würde ja lügen, wenn ich sage, ich bin kein besonders kritischer Mensch und dass das nicht gelegentlich mal vorkommt. Was ich tatsächlich schwierig finde, sind die Neuerscheinungen. Also, die fallen mir schwer, die zu drehen, weil man sich da so viele Klappentexte merken muss. Ich hasse ja nichts mehr, als wenn in Videos einfach die Klappentexte vorgelesen werden. Das kann ich absolut nicht ab. Ich finde das so unsympathisch. Das ist, also liest dir doch den Klappentext durch und dann gib's in deinen eigenen Worten wieder. Wenn du dich mal verhaspelst oder dann doch zum Schluss doch irgendwas nicht stimmt, ja mein Gott, dann ist es halt so, ne? Aber ich finde, das ist so, also den Klappentext kann ich mir halt auch selber vorlesen so. Und ich versuche halt auch immer noch einzubringen, was ich mir von der Geschichte erhoffe und so in den Neuerscheinungen. Allerdings ist das halt auch kopfig. Also, wenn du dir 20 Klappentexte innerhalb von einer halben Stunde merkst, das ist, ich fühle mich hinterher immer benebelt. Also, es ist wirklich ein bisschen schwieriger, sich das halt zu merken. Also, vielleicht kann ich mir auch einfach Sachen schlecht merken. Ich weiß es nicht. Was auch Spaß macht, sind die Neuzugänge. Aber auch da ist es mit den Klappentexten manchmal ein bisschen schwierig. Wobei, dann hat man die Klappentexte inzwischen schon so oft gelesen, dass es dann da schon ein bisschen leichter fällt. Aber die sind natürlich schon lustig und machen Spaß. Aber ich muss auch zugeben, manchmal schäme ich mich. Also wenn hier dann so 25 Bücher liegen, ich schäme mich schon ein bisschen. Und zugleich freue ich mich aber auch. Das ist halt so ein innerer Zwiespalt. Also es ist ganz komisch. Also manchmal ist es ein ganz komisches Gefühl. Ich denke auch, dass diese ganzen gängigen Formate halt alle ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall haben. Zwischendurch kann man ja auch einfach mal was Neues einfließen lassen. So ein bisschen Pep. Und einfach mal ein bisschen. Ja, ich mag halt auch diese Real Talk-Videos, wenn man ab und zu mal ein bisschen so Tacheles redet. Finde ich auch sehr nett.
Mir fehlen da momentan so ein bisschen die Themen. Wenn euch irgendwas besonders interessiert, oder ihr gerne mal so, wenn ihr Videoideen, Wünsche habt, schreibt mir die immer gerne. Ich gucke dann, ob ich das umsetzen kann. Ich kann vieles wahrscheinlich nicht immer sofort umsetzen, weil ich bringe ja nur 2 Videos die Woche und der Drehplan ist ja irgendwie begrenzt. Also, ne? Das sind meistens 8 bis maximal 9, 10 Videos. Ich kann ja nicht alles unterbringen, aber ihr könnt mir auf jeden Fall, wenn ihr so Ideen habt, worüber man mal reden kann, auf jeden Fall schreiben. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das unten in die Kommentare immer schreibt und dann gucke ich, ob ich das umsetzen kann. Also wenn man dann ab und zu einfach mal so Tacheles zwischendrin redet, finde ich das einfach auch ganz nett. Frage 3. Nenne eine Annahme, die du über BookTube hattest, bevor du deinen Kanal eröffnet hast. Hat sich diese Annahme als wahr oder falsch erwiesen? Tatsächlich hatte ich dieselbe Annahme, die Andrea in ihrem Video auch genannt hat. Nämlich, ich habe gedacht, alle Booktuber sind irgendwie Freunde. Weil man ja so oft so Kooperationen sieht oder irgendwelche Buchmessen-Videos, wo die dann alle auf einem Haufen sitzen und irgendwelche hier Livestreams, wo dann 3 oder 4 Booktuber zusammen streamen und so. Ich habe gedacht, man fängt mit BookTube an und wird dann sofort in die Community irgendwie aufgenommen. Das ist aber irgendwie doch so ein Irrglaube. Also, ich denke, viele BookTuber sind allein durch diese ganzen Aktionen, so Adventskalender oder was gibt's da immer noch zu Halloween und so, oder BookTube Sommercamp, dadurch kennen sich viele natürlich. So groß ist diese Community ja auch nicht. Aber es ist nicht so, zumindest bei mir, dass ich jeden Tag mit irgendwelchen Booktubern rede, telefoniere, chatte, was weiß ich. Naja, gut, doch, mit der Leo von Dunkelbunte Träume, aber das geht irgendwie jetzt auch schon über dieses Booktube-Ding hinaus bei uns. Also, aber so, man hat nicht permanent mit irgendwelchen Leuten zu tun. Also zumindest ich nicht. Auch hier ist nicht alles, glaube ich, so Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, es gibt halt auch manche, die sich nicht riechen können. Was ja auch normal ist irgendwie. Ich selber gucke ja auch nicht jeden. Ich gucke ja auch nur die Leute, die mich interessieren. Von daher, jeder lebt da irgendwie so in seiner eigenen Blase, hat mit gewissen Leuten was zu tun und mit manchen halt gar nicht. Und ich glaube, das ist halt vollkommen normal. Es ist halt doch irgendwie wie in der echten Welt, ne? Also nur weil man jetzt anfängt mit BookTube, heißt das nicht, dass man dann mit allen anderen BookTubern Best Friends ist. Das ist halt einfach nicht so. Es gibt Leute, die schätzt man und es gibt Leute, mit denen kann man halt nichts anfangen. Trotzdem habe ich über BookTube schon ganz viele tolle Leute kennengelernt und ich finde das auch toll, sich immer mal wieder auch über die Kommentare einfach nur auszutauschen. Mit einigen hat man mehr zu tun, mit anderen weniger. Es ist einfach ganz normal wie im wahren Leben und es ist nicht so, dass man jetzt anfängt und dann kommt man in so eine exklusive Community und wird mit offenen Armen empfangen. Man muss sich das auch schon ein bisschen erarbeiten und auch mal von sich selbst aus Kontakt aufnehmen. Ja. Frage 4. Hast du etwas Bestimmtes getan, das dir dabei geholfen hat, dein Publikum zu vergrößern? Ich glaube, in gewisser Weise vielleicht. Also ich habe von Anfang an gewusst, ich möchte 2 Videos die Woche hochladen und das habe ich auch konsequent durchgezogen. Also da gab es ganz wenige Ausnahmen, wo das mal nicht am Mittwoch und am Samstag geklappt hat, aber ich glaube, ich habe tatsächlich wirklich, seitdem ich meinen Kanal erstellt habe, immer 2 Videos konsequent hochgeladen, komme, was wolle. Also da bin ich recht streng mit mir selber. Dann hatte ich das Glück ganz am Anfang, dass die Steffi von A Lady of the Books mich entdeckt hat und mich in einem ihrer Videos erwähnt hat. Und dasselbe hat damals auch die Ruth von Zwischentausend Zeilen getan. Dadurch sind, ich sag's mal so, relativ zügig ein paar von euch auf mich aufmerksam geworden und da hatte ich wahrscheinlich einfach Glück. Ruth und Steffi, wenn ihr das seht, danke nochmal dafür. Also ihr habt mir damals wirklich, glaube ich, so geholfen, so den Fuß in die Tür zu kriegen. So. Also wirklich da, das hat mir damals auch sehr viel bedeutet. Ich war so aufgeregt. Ich weiß das noch. Also, als die Steffi mich damals gefragt hat, ob ich in ihrem Booktuber-Tipps-Video dabei sein möchte, ich war so aufgeregt. Es war so, oh, es war so ganz, es war aber schön. Dann habe ich relativ zügig nach einem halben Jahr die Möglichkeit gekriegt,
beim BookTube Adventskalender mitzumachen. Da hat mich irgendjemand gefragt, ob ich das machen möchte. Und das war halt auch wieder so eine Möglichkeit, ein größeres Publikum anzusprechen. Aber so direkt, dass ich irgendwas getan hätte, ich habe einfach versucht, das Bestmögliche so rauszuholen aus meinen Videos. Und ich habe versucht, ja, mich an das zu halten, was so YouTube-Gurus einem erzählen. Also ich gucke zum Beispiel heute auch noch gerne den Kanal von So geht YouTube und von War-Tutorials. Ich kann die gerne mal unten in der Infobox verlinken. Die geben einfach gute Tipps, wie man ja so das Bestmögliche aus seinen Videos rausholt, erzählen einem auch erstmal die Grundlagen, weil wenn man immer nur Zuschauer war, denkt man vielleicht, man weiß, wie es funktioniert. Aber was du alles noch machen kannst, um deine Videos zu optimieren, das sind halt so Sachen, die hat man gar nicht im Kopf. Und das, also ich finde, das hat mir damals sehr geholfen, das ganze Prinzip von YouTube und dem Algorithmus und was man am besten macht, zu verstehen. Ich glaube, ich habe da fast schon, ich hätte mir das alles vorher angucken sollen, bevor ich meinen Kanal gestartet habe. Deswegen waren die ersten paar Videos noch, naja, so holpriger, aber ich glaube, doch, ich glaube, das hat mir geholfen. Das ist auch was, das kann ich wirklich empfehlen. Das kann ich eigentlich auch jedem YouTuber empfehlen. Ab und zu mal so einen Blick auf diese YouTube-Erklärseiten zu werfen, weil man da halt auch immer up-to-date gehalten wird. Zum Beispiel, als die Kapitelfunktion bei YouTube eingeführt wurde, wurde das auch dort in den Videos sehr gut erklärt und so und warum das nützlich sein kann und warum es vielleicht in manchen Fällen nicht nützlich ist. Und sowas, ja, ich gucke das einfach gerne und ich glaube, das hilft auch, das Publikum zu vergrößern, weil man immer auf dem neuesten Stand ist. Folge 5. Nenne einen häufigen Fehler, den neue Booktuber machen oder den du selbst gemacht hast. Ein Tipp, den ich absolut jedem geben kann, ist: Plane deine Videos. Und zwar nicht nur das Video selbst, das du jetzt drehen willst, sondern plane, was du den Monat über machen wirst. Denn am Anfang fiel mir das richtig schwer, da so eine Art Struktur reinzubringen. Also ich wusste zwar, so am Anfang des Monats möchte ich meinen Lesemonat bringen und meine Neuzugänge, so wie es halt alle machen, aber dazwischen hast du ja immer noch Platz. Du hast vielleicht so 4 Formate, die du jeden Monat machst und dann hast du aber noch 4 Videos, die du füllen musst. Also wenn du 2 Videos nur die Woche machst, manche machen ja auch 3, dann brauchst du ja noch mehr Input. Und das, ich habe mir dafür so inzwischen so eine Liste gemacht, so eine Art Tabelle, wo ich eintrage, welches an welchem Datum ein Video kommen soll und was ich denn da bringen will. Und das versuche ich immer schon so ab Mitte des Monats für den nächsten Monat zu planen. Denn es gibt nichts Ätzenderes, als zu wissen, du willst morgen ein Video bringen und dir fällt nicht ein, was. Und dann musst du irgend so ein, ja, so ein Video bringen, mit dem du nicht selber zufrieden bist oder so. Das ist ätzend. Das ist wirklich ätzend. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist etwas, das musste ich auch lernen. Aber in dem Fall lohnt sich Struktur wirklich. Was ich auch wärmstens empfehlen kann, ist immer 1, 2 Videos mindestens vorgedreht zu haben. Denn der Zeitpunkt wird kommen, an dem ihr abends auf der Couch sitzt und vielleicht keinen Bock mehr habt, ein Video zu drehen, obwohl es morgen kommen soll. Oder ihr werdet krank und möchtet aber den Rhythmus, in dem ihr hochladet, nicht unterbrechen. Das kann ja alles passieren. Und deswegen drehe ich immer, wenn ich einen Tag sehe, der mich interessiert, aber der jetzt nicht so, bei dem ich jetzt nicht der Meinung bin, dass der jetzt sofort kommen muss, habe ich immer 1, 2 Videos halt so auf meiner Festplatte, die ich dann irgendwann mal einschieben kann, wenn Not am Mann ist, sage ich mal so. Also, ihr müsst nicht jedes Video so akkurat am Tag drehen, bevor ihr es hochladet. Also, das ist totaler Unsinn. Ihr könnt zum Beispiel die Neuerscheinung, könnt ihr schon Anfang des Monats drehen, wenn ihr ja schon wisst, was nächsten Monat rauskommt, ne? Und obwohl ihr das Video erst am Ende des Monats bringen wollt. Also das sind so Sachen, die kann man alles schon vorbereiten und dann hat man die auch erledigt. Und das tut auch manchmal ganz gut, wenn man das Video dann einfach nur noch schneiden muss und weiß, dass es dann losgeschickt werden kann, sage ich mal so. Wenn man weiß, man muss sich jetzt dann abends nicht mehr hinsetzen oder tagsüber oder wann auch immer ihr eure Videos aufnehmen wollt,
Und ihr wisst einfach, ihr habt schon was geschafft. Frage 6. Was ist deine Meinung zu Kooperationen mit Verlagen oder Sponsoren? Tatsächlich ist mein Kanal für sowas, glaube ich, noch viel zu klein. Also ich habe bisher noch keine Anfragen diesbezüglich bekommen. Das Einzige, was ich anfrage und annehme, sind Rezensionsexemplare, aber halt auch nur von Büchern, die mich ansprechen. Ab und zu fragen mich Self-Publisher, ob ich ihre Bücher lesen möchte. Da merkt man aber meistens recht schnell, dass die sich wohl nicht mit meinem Kanal befasst haben, denn wenn mir irgendein Ermittlerkrimi angeboten wird, so, Leute, nein, sowas lese ich ja nicht. Ja, aber also für Rezensionsexemplare, bei denen man frei von der Leber weg seine Meinung sagen darf, bei denen man einfach nur das Buch gratis zur Verfügung gestellt bekommt, damit man es seinen Zuschauern zeigt, das finde ich überhaupt nicht verwerflich, denn also ich frage immer nur Bücher an, die mich ja sowieso interessieren, die ich sowieso gelesen hätte, und wenn der Verlag sie mir dann mehr oder weniger gratis zur Verfügung stellt, ist das ja eine Win-Win-Situation. Ich zeige das Buch in meinem Video und dafür darf ich aber auch meine ehrliche Meinung dazu sagen. Also ich nehme da ja auch kein Blatt vor den Mund. Also ich denke aber auch für den Verlag ist halt auch schlechte Publicity, gute Publicity. Wenn ich ein Buch negativ rezensiert habe, haben mir ja auch schon voll oft von euch Leute geschrieben, so jetzt wollen sie es erst recht lesen. Und das ist ja auch vollkommen okay so. Was ich halt überhaupt nicht abkann, sind gekaufte Meinungen. Ich habe schon oft Videos gesehen, in denen man gemerkt hat, dass ihm jemand etwas Positives zu dem Buch sagen musste, für das er Werbung gemacht hat. Und das finde ich schwierig. Ich finde es schwierig, wenn das Buch nicht zum Kanal passt. Wenn das irgendwie einfach so ein Sachbuch ist zu einem Thema, das man vorher auf diesem Kanal noch nicht besprochen hat, okay, wenn es den jeweiligen Booktuber interessiert hat, okay. Aber ich finde, man merkt leider oft, dass die Meinungen halt zu diesen Büchern gekauft sind. Wenn es dem Booktuber schwerfällt, positive Worte zu finden, sodass es sich natürlich anhört, wenn es zu sehr in den höchsten Tönen gelobt wird. Also ich finde, man merkt es und das kann ich mir für mich zum Beispiel nicht vorstellen. Also ich würde nicht für ein paar hundert Euro meine Seele verkaufen. Dazu meckere ich zu gerne. Dazu ist es mir zu wichtig, Klartext zu reden und euch meine Gedanken über Bücher zu sagen. Und nee, ich glaube, das ist was, das könnte ich einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, irgendwas in den höchsten Tönen zu loben und zu wissen, dass, boah, das ist der totale Crap. Nee. Was man ja auch oft sieht, sind diese Kooperationen mit hier so Hörbuchanbietern. Ja, da kann ich eigentlich nichts Negatives zu sagen. Ich meine, das entweder braucht man das oder man braucht es nicht. Entweder man hört gerne Hörbücher oder nicht. Meistens kann man diese Angebote ja auch gratis testen und so. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich finde nur die Art, wie es vorgetragen wird, oft ein bisschen cringe. Also, wenn da halt diese krassen Werbeslogans gebracht werden, dann die sich einfach nicht natürlich anhören. Dann finde ich das irgendwie peinlich. Es gibt ein paar größere YouTuber, die regelmäßig Werbung für einen Hörbuchanbieter machen. Und das wird dann da so am Ende des Videos so, ja, und übrigens, ich habe da noch Hörbücher gehört mit diesem und jenem Anbieter. Und ohne diesen Anbieter hätte ich ja gar nicht so viele Bücher geschafft. Wenn sich halt auf einmal die Tonlage ändert und das Ganze nach außen so, damit halt der Werbetreibende zufrieden ist, so. Also, das fühlt sich nicht natürlich an und das kann ich mir für mich zum Beispiel auch nicht vorstellen. Also, ich finde es ja schon ein bisschen Panne, jedes Mal zu sagen, abonniert meinen Kanal. Das habe ich jetzt in den letzten Videos auch nicht mehr so gemacht. Trotzdem, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und euch das gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da und ja. Was könnt ihr noch machen? Kommentare schreiben und so, das ist ja alles mal gut wichtig für die Interaktionsrate hier auf YouTube. Ja, also ich finde, Werbung könnte oftmals ein bisschen natürlicher rübergebracht werden, besser eingebunden werden.
Aber im Prinzip kann ich jeden verstehen, der es macht. Ich meine, wenn man ein bisschen Taschengeld dazu verdienen kann, mit etwas, das man gerne macht, gerne. Ich finde nur, man darf seine Meinung einfach nicht verkaufen. Frage 7. Denkst du, dass BookTube im Sterben liegt? Nein, auf keinen Fall. Dafür sind wir alle viel zu lebendig und bringen viel zu viel Content. Es ist inzwischen so viel Content in meiner Abo-Box jeden Tag, dass ich mit Gucken nicht mehr hinterher komme. Also gut, ich habe im Moment sowieso nicht so viel Zeit, Videos zu gucken, aber ich komme nicht mehr hinterher. Also ich kann gar nicht all das gucken, was ich gerne gucken möchte. Also von daher kann das ja gar nicht sein, dass BookTube im Sterben liegt. Was so die Sichtweise von Verlagen angeht, die BookTube als Werbemittel sehen, glaube ich tatsächlich, dass das inzwischen von Instagram abgelöst wurde. Ich glaube, für Werbetreibende ist BookTube uninteressanter geworden. Wenn man auf so Seiten ist, wo man Rezensionsexemplare und so anfragen kann, ist eigentlich immer die erste Frage nach Instagram. Was aber jetzt für den Konsumenten interessanter ist, kann ich so gar nicht sagen. Also wir leben ja in so einer schnelllebigen Zeit, von daher wird Instagram halt einfach schneller konsumiert als so ein YouTube-Video. Aber ich glaube, es ist halt, es gibt einfach Leute, die gucken, die lesen lieber einen Text und gucken sich ein Bild an. Und dann gibt es halt Leute, die gucken sich lieber ein Video an. Also, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen. Und ich denke nicht, dass BookTube tot ist. Also, es kommen ja jeden Monat kommen neue Creator an den Start. Und auch die alten Creator halten sich ja. Also, es gibt ja Leute, die machen seit 10 Jahren BookTube oder seit noch länger, keine Ahnung. Und ich glaube nicht, dass wir uns hier mit einem toten Medium beschäftigen. Also ich glaube, in Zeiten, in denen reguläres Fernsehen immer uninteressanter wird und immer mehr auf so Streaming-Angebote zurückgegriffen wird, bleibt BookTube auf jeden Fall noch eine Weile relevant. Und ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also, solange jeden Tag noch Dutzende an Videos rausgekloppt werden, ich glaube, es sind inzwischen einige so abgewandert nach Instagram. Vielleicht, weil es auch einfach weniger zeitintensiv ist. Aber, also man macht halt schneller ein Foto als ein Video, glaube ich. Und schreibt dazu einen Text. Aber im Prinzip glaube ich, dass das gar nicht tot zu kriegen ist. Zumindest nicht in der nächsten Zeit. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Frage 8. Tagge deine Freunde. Joa. Dann tagge ich als erstes die Leo von Dunkelbunte Träume. Ich wette, die wird mit diesem Tag Spaß haben. Dann tagge ich noch die Jackie von Jackie's Letter Love. Und dann tagge ich noch die Caro von Marie's Salon de Livre. Joa. Das sind 3 Stück und ich hoffe, ihr tragt diesen Tag dann auch wieder weit in die Welt hinaus. Und dann habe ich auf jeden Fall wieder was zu gucken. Ich finde das nämlich sehr interessant. So, mehr habe ich dann heute auch gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss!